Herzlich, nee, hallo und willkommen zu dieser weiteren Folge von Skylanders Creature. Oh, ich fange schon wieder einen kleinen Fehler an gerade. Mein Gott, warum musste ich jetzt gerade schon zu Anfang fehlen? Na gut, Fails können passieren. Was kreieren wir denn hier? Säbelrüstung. Müssen wir mal gucken. Nein. Oder? Lichtbogenkämpfer? Nein. Lebensbogenkämpfer? Bin mir nicht sicher, aber. Nee, komm. Wir suchen mal was anderes aus. Lichtninja. Nein. Bin Magieritter? Oder nicht? Ja, Magieritter. Komm, machen wir das. So. Jetzt sind wir wenigstens in der Kreationsmöglichkeit. Musik und Effekte. Schauen wir mal. Jetzt nehmen wir mal meine andere Musik. So. Dann gibt es wenigstens mal eine Abwechslung hier. So. Jetzt können wir uns um das Aussehen hier kümmern. Einmal diese kleine Musik hier, karliche Unterhaltung. Vom Kopf, was geben wir ihm denn? Okay, hier sind... Okay. Ich weiß was, ich mache jetzt mal die Farbe komplett weg. So. Gesamtschema. Okay. Presto soll es nicht sein. Alles wieder auf Original. So. Augen. Ziel. Man sieht hier gerade so. Ah, da haben wir noch was. Sieht die Augen nicht wirklich. Das ist wirklich... Okay, das erkennt man. Leuchtend. Erkennt man ja wenigstens. Katzenaugen. Nein. Ziege. Nein. Wir lassen es erstmal bei menschlichen Augen. So. Jetzt kommen wir mal zum Kopf. Das wichtigste Detail. Ja gut. Noch kommen noch weitere Details. Nein. Käferkopf. Gehen wir mal durch die gesamten Köpfe. Was wählen wir hier? Nein. Vor allen Dingen ist es ein Magieritter. Ein Kapuzengeheimnis. Geheimnisvoller Krieger? Na, nee, komm. Wir machen diesmal was anderes, was viel witziger ist. Oder sowas. Monströs. Okay, vom Design her. Ja. Ja. Wir nehmen monströs. Jetzt brauchen wir erstmal die Ohren. Was wählen wir denn hier? Passen wir uns mal was ein bisschen hier rum. Hier in der Creature App. Und wo sind denn mal Ohren? Nee, Megafon, nee, das gefällt mir noch weniger. Wasserspeier, nee. Och, Leute, ich brauche richtige Ohren dafür. Käferohren. Ja, notfalls können wir die nehmen, weil die sehen von diesem Farbton aus etwas dämonisch aus. Ja gut, nicht, dass wir gerade den Dämon von Kasselquatsch irgendwie versuchen zu intrigieren hier. Ja, gut. Ja. Jetzt wird's eben gut. Obwohl. Was haben wir denn hier noch alles für Ohren? Das sind Flederohren. Aber es soll ja keine Fledermaus Ohren bekommen. Nein. Einheitsohren. Das. Schuppenohren. Okay.
Die sehen noch dämonischer aus. Ja gut, wegen diesen Design. Ich glaube, die sind auch wirklich besser, deswegen belassen wir es bei diesen Ohren. Okay. Zur Großhaupthaifarbe kommen wir noch zum Schluss. Oh doch, wir machen einen Dämon. Wir machen einen Dämon. Ich weiß, was wir machen werden. Wir machen uns einen Dämon. Einen kleinen, hübschen Dämon. Also, Ritter. Klasse. Und jetzt müssen wir erstmal hier die Teile suchen. Nein. Nein. Es gibt ja noch ein Dämon-Set. Käfer-Torso halte ich mir jetzt mal auf Vordergrund. Gucken wir mal kurz einmal hier an den Torso-Sachen an. Was ist das? Nein, das ist ein Vogelscheuchentorso. Nein. Augapfel. Das sieht nicht wirklich dämonisch aus. Nein. Was haben wir denn hier alles noch? So, Vampirbrust. Das könnten wir benutzen. Man, nee. Nicht was vom Z. Also, wir werden ihn wirklich so weit von bearbeiten, dass er wirklich was besser aussieht. Ja, die Suche nach dem Torso hier, weil es wirklich echt so viele sind, ist einfach eine kleine Zeitphase hier, wo man jetzt halt eben sagen muss, wo ist der Torso? Ja, okay, ich habe gerade eben hier etwas gesucht und habe keinen wirklich passenden Torso, weil wir, das ist einfach zu viel. Was eigentlich dann zum Thema und Set gehört, wäre wahrscheinlich die verwitwete Brust, aber die gefällt mir nicht. Die gefällt mir nicht und so. Es ist, dafür nehmen wir aber den Käfertorso. Der gefällt mir dafür eigentlich schon. Zumindest von hier vorne gefällt er mir. Vom Rücken. Ja, ich muss es färben. Ah, was ist jetzt schon wieder passiert? Danke. So, jetzt halte ich es mal besser so. Die Arme. Ja, such mal mal schöner aus. Nein. Raptoren, nein. 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 Wo sind denn die richtigen Arme? Wo sind sie denn? Wolfsarme passen mir nicht. Nein. Ach, Crash-Arme. Nein, die passen doch einfach nicht zum zu dem, was ich bauen soll. Insektenarme. Damit habe ich wahrscheinlich noch nicht was gemacht, aber. Nee. Das gefällt mir doch. Die Käferarme. Die haben wirklich dämonischen Design. Von der Farbe her. Das gefällt mir. Ja, genau. Jetzt sind wir fast damit, zumindest vom Körper durch. Ich gebe mal denen noch was, so Rüstungskleidungstechnik. Aber kommt drauf an. Je nachdem, wie wir es hier ausbessern können. Aber jetzt müssen wir erstmal hier nach perfekten Dämonenbeinen suchen. Verdammnisbeine. Ja. Ja, oder? Ja, genau. Das passt. Eindeutig. Das nehmen wir doch. Glatt. Ja, jawohl. Wir sind fast. Also es geht einfach flott. Irgendwie finde ich die Teile. Wurzel. Nein. Na, den musste ich umfärben. Schuppenschwanz. Nein. Kleiner Fail. Blätter, nein. Königlicher Schwanz. Wir brauchen so ein richtig aussehendes. Oder haben Dämonen überhaupt Schwänze? Also weiß ich nicht so genau. Aber ich könnte mal davon ausgehen. Nee, komm. Es ist unsere Kreation. Und, ja, ich würde sagen, unser Dämon, den wir kreieren, der soll einen Schwanz kriegen.
Wir nehmen den bekannten Schwanz, den wir hier gerade in der Originalfarbe sehen, von Spyro, der Schwanz. Also, schön im Geschehen hier. Er hat perfekte Hörner. Ja, die richtig schön dämonisch aussehen. Und jetzt kommen wir mal zur Waffe. Holzspalte. Ich würde diese Waffe eher einen Holzfäller aussehenden Kerl geben, aber nicht ihm. Rache der Mumie? Nein. Vielleicht könnten wir überlegen, in der nächsten Creation einen Holzfäller zu entwickeln. Wissen wir nicht, weiß ich noch nicht so genau. Aber möglich wäre es, denke ich. Kristallklinge. Oh, was hat die denn hier in der App so einen schwachen Ton? In Imaginate ist das so fruchtbar. Richtig kristallhaft bei dieser Klinge. Nein, überhaupt nicht. Nee, sag ich da nur. Das gefällt mir nicht wirklich. Schaltkreisschwert. Monströs. Naja. Was haben wir denn noch? Magisches Kugelschwert. Nee, das ist ja voll Verzauberung. Nein, das ist legendär. Diese Waffen soll es auch nicht sein. Drachenartigen gefällt mir dazu ebenfalls nicht. Wir nehmen monströs, weil ein Dämon einfach echt eine monströse Waffe haben soll. Und wir geben ihm sofort seinen Namen. So. Da wir jetzt auf einmal diese Seite aufgerufen haben, er kriegt seinen Namen. Er wird Dämon. Dämon, Dämon. Was haben wir denn was Knackigeres für Dämon? Nee, nicht nur Dämon. Magiedämon. Ja, ja, Magiedämon. Scheiße. Ach, ich dachte, wir wären weg. Okay, was stimmt jetzt hier wieder nicht an den Namen? Leute, Leute, was stimmt hier wieder nicht dran? Es ist Magie. Es ist Dämon. Was ist es? Er akzeptiert Dämon nicht. Okay, wir müssen einen anderen Namen nehmen. Jetzt wird es problematisch. Die Creation haben wir jetzt natürlich. Ja, gut, die Farbe muss noch her. Viel muss noch her. Da wir jetzt aber schon mal hier sind, der Name. Wirklich der Name. So, jetzt hörte ich das erstmal. Warte mal. LOL, der hat's akzeptiert. Er hat seinen Namen. Er hat seinen Namen. Er heißt Erzdämon. Oh Gott, ich bin froh, dass er den Namen akzeptiert hat. Heiliger Bimbam. Im Anschluss hat der Dämon nicht akzeptiert, aber dass er Erzdämon akzeptiert, ich habe damit nicht gerechnet. Okay, Teilschema. Kopf. Von der Farbe würde ich den so lassen. Augen. Die sind noch zu normal. Ich muss die dämonischer machen. Nein, das ist ja die Linse. Von außen soll die dämonisch rot aussehen. Von innen. So, richtig. Was für eine Farbe haben wir denn noch? Grün, nein. Oder doch? Warte mal. Ich muss mal verschiedene Farben hier austesten. Farbe Beletta doch bitte. Blau oder ist das Türkis? Violett. Warte mal. Rot-Schwarz. Wie sieht das aus? So sieht's aus. Okay. 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 Das ist wirklich dämonhaft. Das nehmen wir. Die Brust, ich würde sagen, gucken.
So, jetzt müssen wir einmal hier an dieses. So, das kriegt rot. Das kriegt auch rot. Nee, warte, das kann auch schwarz haben. Nee, das ist der Hinterstück. Ist das jetzt wirklich von außerhalb? Jo. Was habe ich jetzt daran verändert? Okay, so wird jetzt zwar noch wie ein Käfer aussehen, aber das soll er doch nicht. So, das ist doch wirklich mal besser. So. Genau. Brust vollständig rot, die Arme. Bei denen natürlich dasselbe Spiel. Okay, Leute, ich glaube, wir machen gerade die Dämon von Castle Crush irgendwie. Wir haben einfach gerade irgendwie Bock, den zu kreieren. Aha. Warum verändere ich davon die Farbe? Ich möchte es nicht tun. Der Schwanz, er soll dämonisch rot sein. So einfach vollständig rot. Ach, warum ändere ich das schon wieder? Ich will weiter scrollen. Oder geht's nicht? Was sie jetzt wieder mit meiner Farbe gemacht? Muss ich schon wieder anpassen. Weil irgendwie hat sie sich wieder von selbst geändert. Meine Güte, die Creature macht mir gerade ein bisschen Nerv. Aufreiben, ja. Augen, eigene, Kopf, Original. Genau. Also ich würde sagen, jo, das wäre doch ein gelungener Erzdämon. Warum da überhaupt Magie ist, ja. Hauptsache geht's an die Creation und das ist hier der Fall. Suchen wir mal nach einer schönen Aura. Feuer. Warte mal, was haben wir denn noch alles? Ich glaube, jetzt passt diesen wirklich eine Aura. Nein, nein. Was war das denn nochmal? Nein, nein. Stinky, nein, das könnte ich ein Stinktier geben. Oder jemand, der so riechen soll. Erdelementar, nee. Also, Magie, wie sieht das denn aus? Nicht wirklich zerstörerisch. Feuer. Ja, oder? Ja. Er soll die Feueraura haben. Feuer der Zerstörung. Sag ich jetzt mal so. Sonst rein größentechnisch, wie sieht es aus? Einfach mal richtig riesig machen wir. Ein einfach richtig riesiger Dämon. Er ragt ja schon rüber. Man sieht ja fast gar nichts mehr. Ist das ein riesiger Dämon geworden? Man könnte schon fast sagen, er ist ein richtiger Giant Dämon. Okay. Sprache. Welche geben wir ihm? Nein, die Heldensprache passt absolut nicht. Wir suchen mal weiter. Vampiren? Nein. Aber ich glaube eher, irgendwie passt es. Zumindest von dem Stimmtyp, aber erstmal. Nein. Nee, doch nicht. Nee, das ist Troll. Nee, das. Nein. Troll lasse ich. Genau. Aber jetzt mal suchen. Macht hatten wir noch. Nein.
gefolgt vom Mann. Ein Schauer von gefolgt vom Mann. Also ich würde sagen, irgendwas müssen wir noch anpassen. Aber ich glaube, so von dem, was er sagt, ich glaube, warte mal. Es passt irgendwie. Suchen wir erstmal noch nach dem passenden Stimmgedöns. So. Verfolgt von Perfekt. Das nehme ich. Genauso. Genau so. Einfach richtig dämonisch. Ich habe jetzt einfach so was von Lust, das zu kreieren. Da habe ich es jetzt einfach mal so spontan gemacht. Ach, ich wollte es machen. Hier ist sie, die Kreation, Erzdämon. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Falls es euch gefallen hat, sage ich euch jetzt mal Daumen nach oben, Abo da lassen und wir sehen uns in der nächsten Creation wieder. Bis dahin, haut rein!